Von den Intensivstraftätern in Berlin haben mehr als 80% einen Migrationshintergrund. Und von denen wiederum sind fast die Hälfte Araber. Soweit die nackten Zahlen. Wenn man sich die freilich etwas näher anschaut, dann sieht man, dass ein großer Teil dieser Täter zu nur ganz wenigen Großfamilien gehört. Und diese Clans, die sind berüchtigt bei Polizei und Justiz. Seit Jahren bekommt der Staat sie nicht unter Kontrolle, wie das Beispiel einer dieser Familien zeigt. Das ist die Geschichte der Familie O. Sie wohnt in dieser kleinen Straße in Rixdorf. Es sind die Gesetzlosen von Neukölln. Hochkriminell, die meisten vorbestraft, Anfang der 80er Jahre aus dem Libanon eingereist. Von den Kindern geht keines regelmäßig zur Schule. Das Jugendamt traut sich gar nicht mehr her. Outlaws mitten in Berlin. Abschieben ist keine Lösung, die meisten haben ohnehin deutsche Pässe. Die Familie O ist nur ein Beispiel. Es sind Familien, die sich offenbar entschieden haben, außerhalb der Rechtsordnung zu leben. Das Strafregister von Familie O klingt dramatisch. Von den 15 Kindern leben nicht mehr alle. Zwei Brüder, Bilal und Ibrahim, sind tot. Auf der Flucht vor der Polizei nach einem Überfall gegen den Baum gefahren. Sie standen im dringenden Verdacht, einen unschuldigen Rentner am Potsdamer Platz totgefahren zu haben. Danach Fahrerflucht, ein Fall, der deutschlandweit Schlagzeilen machte. Ein anderer Sohn, Mohammed, hat als 12-jähriges Kind seine Lehrerin pensionsreif geprügelt. Das ist jetzt 3 Jahre her. Der inzwischen 15-jährige Mohammed hat ein Gerichtsverfahren wegen 7-fachen Raubüberfalls hinter sich. Er wurde freigesprochen, weil der Belastungszeuge in letzter Sekunde die ganze Schuld auf sich nahm. Papa O, selbst wegen Rauschgifthandels vorbestraft, kümmert sich um seine Jungs. Mittlerweile hat der jüngste Sohn, der 12-jährige Esman, bei den diesjährigen Maientagen eine 20-jährige Frau bewusstlos geschlagen, nach einer Rangelei am Autoscooter. Der lakonische Kommentar von Vater O, als die Polizei das Prügelkind zu Hause ablieferte: Der Vater bemerkte, das sei nicht weiter schlimm, weil sie als Hartz-IV-Empfänger eh nichts bezahlen müssen, also kein Schmerzensgeld. Wir befinden uns hier in einem Bereich, wo Kriminalität erzogen wird, gelebt wird und wo das Outsider-Leben, wir sind nicht wie die anderen, wir sind nur wir selbst, nur unsere eigenen Regeln gelten, wo das zum Gesetz und zum Naturgesetz der Familie erhoben ist. Außerhalb der Sittenstruktur wird von diesen Menschen nichts weiter anerkannt. Sie haben den Staat, zumindest die Patriarchen dieser Familie, haben den Staat kennengelernt als eine Struktur, die ihnen etwas nimmt. Sie hat ihnen die Heimat genommen, das Vermögen genommen, fast das Leben genommen. Sie haben hier in Deutschland den Staat als jemanden kennengelernt, der anonym gibt, Sozialhilfe zum Beispiel. Und sie haben nie gelernt, sich den üblichen Ordnungskriterien dieses Staatswesens zu unterwerfen. Abstrakte Ordnungskriterien gelten für sie ohnehin nicht. Für sie gelten nur Durchsetzungsstrukturen, also Machtstrukturen. Wer so lebt, will nicht gern gestört werden. Als wir im Februar einen Hausbesuch bei Familie O machen, werden wir zwar nicht bedroht, aber immerhin wüst beschimpft. Was wollen Sie? Wir sind von der Abendschau. Wie viele Familien dieser Strickart gibt es in Berlin? Wir schauen uns ungefähr 20, 30 Familien an und ungefähr 8000 Menschen beinhalten. Also es ist nicht unbedingt eine sehr große Zahl, die hier eine Rolle spielt. Es geht einfach um die Intensität. 8000 Menschen einfach aufgeben, das akzeptiert Kirsten Heisig nicht. Die engagierte Jugendrichterin will jetzt aufräumen und das tun, was Jugendämter auch aus Angst jahrelang versäumt haben, das Sorgerecht anzweifeln, ein lebensgefährliches Unterfangen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Kinder aus diesen Familien keine Chance haben, jemals in dieser Gesellschaft einen Bestandteil im aufstrebenden Sinne zu werden. Und das bin ich nicht bereit hinzunehmen. Mir geht es um die Kinder. Und das sind viele und die gebe ich nicht auf. Und wenn es dafür erforderlich ist, das Familiengericht einzubinden und das Familiengericht die elterliche Sorge entzieht oder einschränkt, die Kinder fremd untergebracht werden müssen, dann ist das so. Die türkischstämmige Journalistin Güner Balci ist in Neukölln groß geworden und hat akribisch für ihr Buch Arab Boy recherchiert. Auch sie bestätigt die ungeheure Brutalität innerhalb der Clans. Natürlich müsste man sich viel mehr für diese Leute verantwortlich fühlen, also ganz speziell für die Kinder und für die Jugendlichen, weil die wachsen ja in ein System rein, wo ganz klar ist, wie dann ihre Perspektive ist, nämlich hoffnungslos. Das heißt, also die werden nie in dieser Gesellschaft hier ankommen. Aber man macht es einfach nicht. Also man müsste eigentlich bei ganz vielen
schon längst das Sorgerecht entzogen haben. Wir haben 20 Jahre erfolglos bisher gearbeitet in diesem Bereich. Und Geld und Energie, Menschen da reingegeben, ohne irgendeinen wie auch immer gearteten Erfolg zu erzielen. Das kann so nicht bleiben. Wenn wir nicht verstanden werden mit unserer liberalen Haltung, dann müssen wir unsere Haltung ändern. Eine Zukunft für die verlorenen Kinder. Auch Familie O soll das zu spüren bekommen.